Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. In der letzten Folge haben wir die Salzwasserhöhle durchquert. Die bosshaften Pokémon, die hier lauern, absolut auseinandergepflückt. Sie hatten keine Chance. Plaudergei hat sich für uns geopfert. Okay, er lebt noch, aber Team Skull hat es anscheinend nicht überstanden. Tja. Und nun sind wir am tiefsten Punkt der Salzwasserhöhle. Und das Reliktfragment reagiert auf das Muster an der Wand. Hey, das Reliktfragment! Und das Muster an der Wand glüht jetzt. Es ist als ob, Digga. Als ob es auf das Reliktfragment reagiert. Kame! Hame! Okay. Für die, die nicht wissen, bei wem ihr seid, hi, ich bin's. Jetzt wisst ihr's. Was war das? Ein Lichtkegel schießt in Richtung Meer. Was war das? Und da kommt eine Silhouette. Was? Das ist... Es kommt näher, es schwimmt. Jo Leute, was geht ab, Gucci Gang? Fragezeichen, Mensch, Schminter und Reptank, korrekt? Ja, du kennst unsere Namen? Ja, ich wurde von Knuddeluff informiert. Knuddeluff hat sie dir genannt? Das Muster an der Wand hat einen Lichtkegel geworfen, der übers Meer fiel. Direkt danach bist du erschienen. Kannst du mir sagen, wer du bist? Ich bin Lapras. Ich gleite euch zum verborgenen Land. Meinst du das ernst? Du kannst uns zum verborgenen Land bringen? Ihr habt den Lichtkegel aus dem Muster an der Wand entfesselt. Das ist das Signal, um Einlass zum verborgenen Land zu erhalten. Es liegt jenseits des Meeres. Steigt auf meinen Rücken. Ich werde euch über das Meer bringen. Fürchtet euch nicht, ich bin außergewöhnlich. Okay, ganz bescheiden. Ich bin außergewöhnlich. Entweder sagt man das, wenn man abgehoben ist, oder wenn man eine Behinderung hat. Okay, das war jetzt arschig. Ich kann euch alle und noch mehr auf meinem Rücken tragen. Es liegt jenseits des Meeres, das verborgene Land. Schmünter, Fragezeichen, Man. Gehen wir über das Meer. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Ja. Und jetzt kommt gleich einer der besten Tracks im ganzen Game. Aber das Finale hat sowieso allgemein die aller geilsten Tracks. Ab sofort wird bis zum Storyende kein Track mehr kommen, den ich nicht absolut feier. Okay, doch einen, den ich nicht so sehr feier. Aber wirklich einer von 20 oder so. Kapitel 19. Nächster Stopp, verborgenes Land. Und vergesst nicht, Kapitel 20 ist das Finale. Er gesagt, das Finale ist spätestens jetzt eingeleitet. Aber wir sehen noch einmal zur Knuddeluff-Gilde. Oh, Gildenmeister. Wie geht's, blauer Geil? Kommt er wieder auf die Beine? Ja, er muss heute Nacht schlafen und sich erholen. Ich denke, es wird ihm morgen besser gehen. Ja, yeah, ich freue mich, das zu hören. Jawohl, ja, das ist eine echte Erleichterung, Donnerwetter. Hey, das ist klasse. Blauer Geil wird wieder gesund. Gildenmeister. Was gibt's an Flora? Gildenmeister, du sagtest, blauer Geil hätte dich in dieser Höhle vor langer Zeit gerettet. Kannst du uns davon erzählen? Yep. Also folgendes geschah damals. Nochmal genau dasselbe Bild einfügen, wie als wir da waren, damit es schön unaufwendig ist. Gildenmeister, pass auf! Ja, und das war's. Kabutops und seine Schellen griffen uns ohne Vorwarnung an. Plaudergei reagierte zuerst und schirmte mich ab, dabei wurde er K.O. geschlagen. Danach habe ich Kabutops und seine Bande Sterne sehen lassen, aber... Plaudergei war außer Gefecht, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich geriet in Panik, weil ich ihm nicht helfen konnte. Da tauchte Lapras auf. Lapras? Ja, Lapras. Lapras rettete Plaudergei. Oh, ich verstehe. So hast du also Knuddeluff kennengelernt, Lapras? Ja. Ich hatte überhaupt nicht vorgehabt, mich zu erkennen zu geben. Aber ich änderte meine Meinung in der Sekunde, als ich Plaudergei auf dem Boden liegen sah.
Ich musste einfach helfen. Später rang ich Knuddeluff ein Versprechen ab. Ein Versprechen? Ja. Hey, 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 was denn? Ich glaube, Lapras erkannte sofort, dass wir ein Erkundungsteam waren. Der verfolgte ja die folgende Strategie. Er sagte, dass er nicht wüsste, ob wir Banditen mit großem Ehrgeiz seien oder aber ein Erkundungsteam mit guten Absichten. Deshalb bat er uns um des Weltfriedens willen. Er bat uns bitte nicht, dieses seltsame Muster dort zu untersuchen. Darum bat er uns. Und, was hast du ihm geantwortet, Gildenmeister? Es ist cool, wie hier hin und her geswitcht wird zwischen Knuddeluff und Lapras, die die Geschichte erzählen, sodass jeder Bescheid weiß. Knuddeluff versprach mir, mein Ansinnen zu respektieren, mir zuliebe. Er sagte, er schulde mir Dank dafür, dass ich Plaudergeist zur Hilfe gekommen war und dass er alle Untersuchungen in diese Richtung beenden würde. Das ist also passiert, aber warum wolltest du niemanden das Muster untersuchen lassen? Im verborgenen Land steht der Zeitturm, in dem Dialga herrscht. Dialga befürchtet, Eindringlinge könnten Chaos am Turm, der die Zeit reguliert, verursachen. Dialga entschied sich dafür, den Zeitturm zu schützen. Er versteckte das verborgene Land in einer Spalte der Zeit. Eine Spalte der Zeit? Ja, das ist schwierig zu erklären, aber es ist eine Spalte der Zeit in der Zeit selbst. Es ist der Abstand zwischen Teilen eines Sekundenbruchteils. Ich verstehe. Ich nicht. Kein Wunder, dass niemand diesen Ort gefunden hat. Eine Spalte in der Zeit. Niemand konnte jemals hoffen, solch einen Ort zu finden. Nein, Dialga ließ einen Schlüssel zum verborgenen Land zurück. Es ist ein besonderes Fragment, in das ein rätselhaftes Muster geätzt wurde. Als ich die Geschichte des weisen alten Kurtel hörte und als ich das Reliktfragment von Fragezeichenmann sah, da verstand ich endlich. Ich erkannte, dass das Reliktfragment mit dem verborgenen Land in Verbindung stand. Darum eilte ich vor allen anderen zur Salzwasserhöhle voraus, weil ich Lapras treffen musste. Ich traf mich mit Lapras und erklärte ihm, was passierte, wie die Zeit überall anhielt und dass die Welt in Gefahr war. Ich erklärte ihm auch, dass die Zahnräder der Zeit zum Zeitturm gebracht werden müssen. Deshalb bat ich ihn, mir zu verraten, wie man zum verborgenen Land gelangt. Und was geschah dann? Lapras offenbarte es mir. Er sagte, das Reliktfragment wähle denjenigen aus, der zum verborgenen Land gehen wird. Das Reliktfragment selbst tut das? Es wählt aus von selbst? Ja, anscheinend ist das so. Und das Reliktfragment wählte Fragezeichenman aus. Hey, warum hat denn das gerade den Keck ausgewählt? Ich weiß nicht wirklich. Ich glaube, Dialga möchte diejenigen vom Eindringen in den Zeitturm abhalten, die böse Absichten im Herzen tragen. Und der Typ wäre zu blöd, da reinzukommen von selber. Darum ist es das wichtigste Kriterium die Herzensgüte. Da sind so treu doofe Typen wie Fragezeichenman einfach perfekt. Und deswegen muss das Herz von Fragezeichenmann mit einer Wellenlänge mit dem Reliktfragment gelegen haben. Wir können nicht mehr tun, um zu helfen. Von jetzt an ruht diese Bürde auf den Schultern von Fragezeichenmann und Schmünter. Reptile macht nichts. Dieses Päckchen muss jetzt Team Gelbwallcode tragen. Es liegt ganz an ihnen, zum verborgenen Land zu gelangen. Sie sind jetzt, die Zerstörung der Zeit aufhalten müssen. Ja, die Zerstörung der Zeit muss aufgehalten werden. Und wir sind die Einzigen, die es nun noch schaffen können. Das Finale bricht wahrlich an. Ein episches Finale. Hey Lapras, ja? Du schwimmst schon seit einiger Zeit, geht's dir gut? Ja, kein Problem. Kein Grund zur Sorge. Wir sind nämlich gleich da. Da. Man kann es schon sehen. Wo? Am fernen Horizont. Seht ihr, wo das Meer ein bisschen anders aussieht? Sieht man anscheinend. Ah doch. Ein bisschen! Das Meer sieht ein ganz kleines bisschen anders aus. Aber ich weiß ja nicht. Es stimmt. Die Wellen sind verdreht. Und jetzt kommt der Soundtrack. Zwar ein bisschen laggy, aber trotzdem geil. Lapras, was ist das? Der Rand der Spalte der Zeit. Das ist das Portal, durch das wir zum verborgenen Land gelangen.
Okay, los geht's. Magie, Motherfuckers! Aber, das kommt jetzt vor allem echt toll, aber ich muss euch ja auch was Gutes tun. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch richtig. Ich spreche schon extra laut, wenn nicht, tut's mir leid. Aber Musik ist wichtiger. Ah, Lapras. Lapras fliegt? Nein, das ist es nicht. Das ist kein Fliegen. Wir überqueren das Meer der Zeit. Through the Sea of Time. Der Soundtrack, der spielt. Lapras. Ist es das? Ist dies das verborgene Land? Ja, das ist das verborgene Land. Wir begeben uns hinein. Leider nicht ganz leckfrei, die Musik. Wir werden sie auch noch mal hören, wenn ich den Jukebox-Part am Ende des Projekts bringe. Mit der vollständigen Musiksammlung. Also wenn man mich jetzt gerade beim Vorlesen nicht so gut verstanden hat, sorry, aber Musik ist wichtiger in dem Spiel hier. Die Wolken teilen sich über dem verborgenen Land. Das ist das verborgene Land. Wir haben es eigentlich geschafft, hierher zu kommen. Bitte, seht in diese Richtung. Hey, was ist das? Da muss ich jetzt mal wirklich den oberen Screen für einen Moment einblenden. Ja, logische Einstellung meinerseits. Da seht ihr's. Der Strudel und das Gebirge. Moment, ich wünschte, ich könnte so gut zeichnen. Das ist zeichentechnisch schon möglich, aber nicht mit meinen Skills. Ich meine, ich habe eine meiner Meinung nach ziemlich gelungene Zeichnung. Die werde ich auch in diesem Projekt beim Finale dann noch zeigen, auch wenn sie mit den Pokémon meines ersten Projekts ist. Die wird dann beim Finale wirklich, im finalen Part wird die kommen. Ist das vielleicht? Ja, ist der Zeitturm. Dort, wo die Alga ist, da ist unser Ziel. Da müssen die Zahnräder der Zeit hingebracht werden. Aber wenn ihr mal genauer hinseht, dieser Ort, er scheint in der Luft zu schweben. Fragt mich, wie wir diesen Ort erreichen sollen. Ihr müsst das Regenbogensteinschiff nehmen. Das ist für mich wirklich eine der abgecracktesten Sachen in diesem Spiel. Wie kommt man da drauf? Das Regenbogensteinschiff, Leute. Wie viel Crack war da im Spiel? Habe ich das im Original nicht so das Regenbogen-Crackschiff genannt? Auf jeden Fall nenne ich es diesmal wieder so. Das Regenbogen-Crackschiff. Ja, fernab von hier findet ihr die alten Ruinen. Dort findet ihr ein uraltes, mystisches Schiff. Das Regenbogen-Crackschiff. Es will euch zum Zeitturm bringen. Danke, Lapras. Damit habe ich meine Möglichkeiten erschöpft, euch zu helfen. Ab hier seid ihr auf euch allein gestellt. Viel Glück beim Erreichen des Zeitturms. Okay. Reptain, Schmünter, wir müssen nicht mehr weit gehen, lasst uns weitermachen. Das Finale ist wirklich jetzt... Bam! Ab geht's! Rein in die Olga! Erhöht den IQ, ist scheißegal, wer braucht IQ, wenn man andere auf die Fresse schlagen kann. Den Reinsamen nehme ich mir für den absolut finalen Dungeon lieber raus.
Gut, einiges abgelegt. Was Neues brauche ich nicht. Dann nochmal saven. Die Musik hier ist auch eben geil. Bist du bereit? Ja. Ja, wir sind wohl bereit. Okay, gehen wir. Reptan, leck dich rüber. Verborgenes Land, Ebene 1. Die Dungeon-Musik des verborgenen Landes. Habe ich auch einen coolen Remix. Wisst ihr was? Ich würde sagen, ich habe da einen sehr coolen Orchestral-Remix von. Ich würde sagen, ab Ebene 5 werde ich den In-Game-Sound, die Musik, vielleicht schaffe ich es irgendwie, dass man zumindest die Geräusche noch hört. Aber die Musik werde ich durch die Musik... Oh Gott, nein, ich habe hier in dem... Scheiße. Leute, wir haben ein fettes Problem. In dem Dungeon habe ich leider absolut schlechte Pokémon. Wenn dann nochmal ein Holz... Meine Pokémon sind so schlecht für diesen Dungeon, das glaubt ihr nicht. Okay, naja, geht sogar. Es gibt ein paar Boden- und Gesteinsviecher. Da habe ich Reptan und Fragezeichen, man. Aber ab Ebene 5 werde ich dann die Originalmusik durch den Orchestral Remix ersetzen. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Dungeon geht, aber ja, der Ruckzucki böllert. Das kriegt ihr ja wohl jetzt hin. Ich muss auf jeden Fall aufpassen. Dieser Dungeon hat mir schon... Ja, wegen solchen Pokémon. Hier rennen freaking wilde Dragoran rum. Hilfe! Wenn ich gegen so eins in den Kampf gezwungen werde, habe ich auf jeden Fall ein Problem. Ja, aber ich werde auf jeden Fall ab Ebene 5 die Musik einspielen. Es kann sein, dass man dann auch die Soundeffekte nicht mehr wirkt. Nach Ebene 5, meine ich. Kann sein, dass man auch die Soundeffekte dann nicht mehr wirklich hört. Das wird mir dann leid tun, aber... Ich mach's trotzdem. Okay, hier ist die Treppe und das Ding ist Gestein. Oder es ist Gesteinstahl, dann wäre Pflanze nicht so gut. Tackle ist so oder so nicht die Wahl gegen das Ding. Oh mein Gott, es verkackt, es verkackt. Ich habe zu wenige Sinelbeeren, ich dachte, ich hätte noch mehr. 4 KP hat er noch. Wehe, du tackelst diesen Keck jetzt Energieball. Danke. Okay, es ist Gesteinstahl. Und ich wechsle die Musik. Bis gleich. Man hört, glaube ich, noch ein bisschen die Originalmusik im Hintergrund, aber eher die neue. Okay, ehrlich gesagt, mir ein bisschen zu arg noch hier. Ich will die nicht komplett ausschalten, in der Hoffnung, dass man dann noch irgendwie zumindest Soundeffekte hört. Das Ding kriegen wir ja wohl weg. Eine Reptan. Ganz leise hört man sie auch noch. Ich wünschte halt, es wäre möglich, nur die Musik auszuschalten und die Soundeffekte anzulassen. Ja, okay, das Ding macht die gerade nicht. Nicht die schlauesten Moves. Die Treppe ist entweder hier, nee, hier unten geht's einfach. Dann ist sie hier. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lang der Dungeon ist. Ich würde so auf 13 Ebenen oder so tippen. Wäre cool, wenn ich den heute noch schaffe.
Ich weiß auf jeden Fall, dass der Dungeon auch noch einen zweiten, anders benannten Teil hat, der dann auch einen anderen Soundtrack hat, mit dem ich es genauso handhaben werde wie mit dem hier. Weil zudem habe ich auch eine Orchestral-Version. Und der ist sogar noch cooler. Die Orchestral-Version kennen auch vielleicht schon einige. Ich weiß nicht, ob von dem hier auch, aber auf jeden Fall vom anderen habe ich schon in der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2 genutzt. Regelmäßige Saves setzen. Falscher Knopf. Ich weiß noch, wie ich in meinem Original-Let's Play in diesem Dungeon auseinandergepflückt wurde, als gäb's kein... Das Ding ist Typ Feuer. Nein, ich wollte diagonal laufen. Ich gehe jetzt gerade auf No Risk, No Fun. Fragezeichen, Bird lebt noch. Das Problem ist, er überlebt. Ach, weißt was? Ich werde hier nicht ohne einen Belebersam zu verlieren rauskommen. Oder? 7 HP! Und jetzt kann Reptane auch mit Ruckzuckhieb noch mithelfen, wenn es nicht ohnehin reicht. Ja! Das Risiko hat sich ausgezahlt. Jetzt mal im Ernst, ich komme übel gut durch den Dungeon. Nicht wundern, das ist auf Dauerloop bloß die ersten 3-4 Sekunden. Die ersten paar Sekunden und die letzten paar Sekunden des Tracks sind aus irgendeinem Grund komplett leise. Ja. Reptane, ich hoffe, du schaffst das. Windhose ist eine Drachen- und keine Flugattacke, daher nicht so schlimm. Noch ein Level up. 100 Leben erreicht, der Fragezeichen-Man. Das kann ich mir hoffentlich auch merken, das hilft oft. Aber ich treffe auch nicht so viele Gegner hier, muss ich sagen. Und das ist wirklich auch nochmal wirklich gut für mich. Hä, was ist denn los? Verlorenes Land, Hidden Land, wird gerade ge... Okay, das Ding muss ich bekämpfen, alle anderen nicht. Oder ich weiß nicht, wie viele davon wach sind und sich bewegen. Nein, Fragezeichen, Man, Mist. Und zwei von den Dingern kommen. Nur ein Dragoran nicht. Oh, Ramaidon ist down. Komm. Nein! Weil das auf alle wirkt, ist das Dragoran hier aufgewacht. Sehr schlau. Komm, wir bumsen die Dragorane. Drachenwut, safe 30 Damage, geht voll in Ordnung. Nassschweif macht nichts. Tackle, haut raus! Habibi! Leute, mein Team ist dope. Die haben gerade zwei Dragorane auf einmal zerballert, ohne dass Reptane überhaupt mitgemacht hat. Was zur Hölle wollt ihr gegen mich tun? Zeitturm, no problem. Oh, das hier ist das Gefährlichste in diesem Dungeon. Außer es darf nicht angreifen. Oh, ich liebe meinen Luck. Warte, das ist ein Sa... Oh, ich sollte vielleicht auch aufpassen. Das Ding... Ach, Reptane schafft... Reptane? Dann kämpft ihr jetzt zu zweit kurz gegen das Ding, sonst lauft ihr nur wieder weg. Danke. Und dann beten wir.
Oh, cool. Landminen! Oh Gott, wieder das Vieh. Es greift jetzt einmal an. Silberblick, es ist so dumm, es ist so dumm, es ist so dumm. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin... Jetzt, Moment, ich komme gerade... Obwohl, eigentlich will ich es ja gar nicht sagen, ne? Oh, noch länger. Aber viele Ebenen sind es auf keinen Fall noch. Das Ding geht eigentlich zu bekämpfen. Wenn es all seine Werte boostet, das ist dann mies. Aber jetzt war's das. Das Ding ist umzingelt. So, letzte Ebene habe ich irgendwie im Kopf. Es wäre richtig nice. Ich will aber eigentlich auch gar nicht sagen, dass ich im Moment gut vorankomme, ne? Ich will das gar nicht sagen. Weil ich weiß, dafür würde ich so einen auf die Schnauze. Es ist doch nicht lustig. Oh, Crit. Und Miss, oh mein Gott, was ein Lacker. Was ein Lacker. Okay, ich werde jetzt noch ein bisschen weiter zocken. Paar Ebenen zumindest. Vielleicht so 5. Ja, Items kann ich nicht sortieren, also gehe ich weiter. Verborgenes Hochland. Ich weiß nicht, ich glaube, die Gegner sind hier gar nicht wirklich... Oh, warum machst du Tackle, du Idiot? Ich glaube, die Gegner sind hier... Ich habe keinen Bock auszuschalten. Ich verlasse mich auf Fragezeichen Mans IQ. Genau. Ich glaube, die Gegner sind hier aber tatsächlich nicht wirklich... Ich glaube, ihr beide solltet hier euch mal... Wie kriege ich die jetzt dazu, dahin zu laufen? So. Danke. Hidden Highland, komm. Die Pokémon hier dürften wirklich nicht viel stärker sein als die im verborgenen Land an sich. Also dem der ersten Hälfte des Dungeons. Wieder saven. Ich bin im Moment so im Tryhard-Modus. Scheiße! Okay, jetzt, oh Gott. Im Monsterraum gespawnt, Alter. Chaos und Schlaforb bringen mich. Ich bräuchte ein Star-Orb. Fuck! Schlaforb wird mir nicht viele Runden bringen. Kämpfen kann ich auf keinen Fall. Ich hoffe jetzt, dass hier meine Teamkollegen... Ihr... Okay, aber der Gegner wacht nicht auf. Taktik. Was genau bringt das? Nein. Gibt es hier bitte... Jetzt mal for real. Wie kacke ist das?
Ich hab absolut verkackt jetzt. Weil es in diesem Game... Und ich hätte meinen Reihensamen, wenn ich den noch hätte. Die ersten Wachen auf. Das war's, Leute. Ich bin absolut im Arsch. Ich bin im Arsch. Jetzt ballert's gleich ein Flammensturm rein. Warum müsst ihr denn auch alles angreifen, ihr Vollidioten? Wäre ich einfach nur weg von hier gekommen. Vor allem, ich bin mir jetzt schon sicher. Teleportiert das alle? Nein, nur Markbrand. Scheiße, Mann. Das hat in Super Mystery Dungeon auch anders funktioniert. Und da gab es auch eine Taktik, mit der die Gegner einem, mit der die Teammates einem einfach hinterhergelaufen sind. Ich bin so im Arsch. Ich bin sowas von im Arsch. Jetzt werde ich jeden umbringen. Oder auch nicht. Jetzt wird Fragezeichen Man auseinandergenommen. Und ich kann nichts tun. Es ist so schlimm gerade. Alter. Was tust du? Ja, okay, das war's endgültig. Fuck. Okay, ich bin absolut im Arsch. Alle Gegner haben doppeltes Tempo. Fragezeichen Man ist tot. Belebersamen raus. Und ich kann nicht mal sagen, wo ich hinlaufen will. Und Reptil läuft weg! Hab ich irgendein Item, das mir in dieser Situation hilft? Ja, jetzt können die Gegner mich halt ganz einfach wieder einholen. Weil sie erhöhte Geschwindigkeit haben. Und ich habe keine Sinelbeeren eingepackt. Alter, ich bin sowas von im Eimer. Auch Reptane ist nicht ansatzweise stark genug, um damit irgendwie klar zu kommen. Meine Verwirrung ist immer noch... Nee, ich kann das nicht gewinnen. Aber ich will diesen Monsterraum heute noch schaffen. 12:01 scheint der spätestgesetzte zu sein. Wie soll ich hier lebend rauskommen? Mal im Ernst, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass irgendwie... Das Einzige, wodurch ich irgendwie eine Chance habe, was ich mir vorstellen kann... Ich esse Warp-Samen. Und bitte direkt bei der Treppe zu landen! Bitte haltet nur diese kurze Zeit durch, bitte! Nein, der Feuerschlag! Nein, Reptan hält's nicht durch! Sie müssten noch zwei Runden schaffen. Ja, Reptan ist schlau, Reptan ist schlau, Reptan ist schlau! Er schindet Zeit. Aber Fragezeichen Man wird jetzt absolut auseinandergenommen. Ja, alle verfehlen. Wenn jetzt das Diagonallaufen ver... Ey, Leute. Ich safe jetzt, falls das Diagonallaufen... Load State. 12:07.
damit ich zumindest... Jetzt wird Reptan auf jeden Fall sterben. Oh, ja, Fragezeichen-Man aber nicht. Ich hatte Angst, dass Reptan und Fragezeichen-Man sterben. Aber die Gegner haben einen absoluten Fehler gemacht, indem sie Fragezeichen-Man weggeschleudert haben. Alter! Das war absolut belastend. Oh! Das ist jetzt die letzte Ebene für heute. Ich muss runterkommen. Alter! Was war diese Ebene? Ein Belebersamen habe ich verloren. Aber ich habe es überlebt. In der nächsten Folge machen wir weiter im verborgenen Hochland und erreichen hoffentlich die alten Ruinen mit dem Regenbogen-Crackschiff. Ich bin absolut im Eimer, ein Belebersamen noch dabei. Hoffen wir, dass es besser weitergeht. Aber ich bin trotzdem stolz darauf, wie gut das heute geklappt hat. Ich bin verdammt weit gekommen, habe diesen Monsterraum auch jetzt noch sehr glimpflich überstanden. Mehrere Dragoraner auf einmal wegbekommen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Das war wohl eine der spannendsten Folgen bisher. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ich habe keinen Knopf gedrückt.